Habt ihr euch schon mal gefragt, was in Kapitel 3 vorkommen könnte? Leute, wir gucken uns das heute an. Denn Daisy, die Blume, ist das Thema und möglicherweise ist die die Klaue. Lasst ein Like da, wenn ihr das mega feiert. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir gucken uns das an. Kuss und let's go. Alter Schwede, was ist das denn? Das Video ist von Filmbi und anscheinend ist das hier ein möglicher Trailer für Kapitel 3 mit Daisy. Habt ihr es gesehen? Da war gerade diese Blume. Wir skippen das Ding mal ein Stückchen zurück. Ja, das sieht so aus, als wäre das die Blume, wie sie gerade ihren Kopf so dreht. Ziemlich wild. Bobby Playtime 3, wir können es nicht erwarten, Leute. Was ist das da hinten? Ist das Huggy Wuggy hinter der Tür? Er weiß gar nicht, wo er ist. Die Familie Long Legs. Oh, okay, Moment mal. Können wir mal ganz kurz festhalten, Digga, wie krass das jetzt schon wieder hier animiert worden ist? Das Blut läuft da unten. Die Klaue. Ist das Schlüsselobjekt. Oh, Digga, was? Die Klaue ist das Schlüsselobjekt und Huggy Wuggy fällt hier einfach so runter. Blutet hier alles voll. Was? Habt ihr es gerade gesehen? Einmal kurz zurück. Hier hat Huggy Wuggy tatsächlich auch so eine Klauenhand. Super interessant. Bonzo ist da auch mit im Spiel und Huggy Wuggy hängt da irgendwo. Wow, was war das gerade? Digga, guckt euch das Ding mal an. Und das Knacken, Leute. Da waren gerade alle Spielzeuge. Und hier sind zwei von diesen Klauen. Baby Long Legs wird in den Schredder gezogen. Ist das Huggy Wuggy? Alter, ganz kurz mal zurück. Seht ihr das? Was kommt da aus seinem Mund raus? Was? Wow. Daddy Long Legs ist auch mit im Game. Alter, ist die Klaue nachher jeder Charakter? Man weiß es nicht. Ey, zu heftig. Da fällt der grüne Huggy runter. Sie zeigen nochmal die Lobby. Wow, wow, wow. War das gerade Grandpa Long Legs? Digga, den gibt es wirklich. Krass, Leute. Da wird Mami Long Legs gezeugt. Huggy reißt hier irgendwas auseinander. Ich glaube, das war ein Spielzeug. Man sieht ihn hinter dieser Sicherheitszone. Oh, da! Seht ihr das? Was ist das da? Das ist in seinem Mund. Der reißt da irgendwas gerade durch. Jo, wie gruselig. Und da sind die ganzen Daisy-Blumen. Heftig. Das ist mal ein heftiger Trailer. Wahnsinn, Leute. Ich hätte auf jeden Fall Bock, mir Daisy mal anzugucken. Leute, wir werden uns jetzt mal Daisy reinziehen. Denn es gibt tatsächlich auch eine Footage-Aufnahme, wie Daisy aussehen könnte. Ich glaube, sie ist auch ein bisschen lustig. Wir gehen mal direkt drüber. So könnte es aussehen. Daisy verfolgt einen. Okay, ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen halt Mami Long Legs Stil nachgeahmt. Und der Charakter ist wirklich sehr, sehr gut editiert. Leute, sollen wir den auch nochmal zocken? Hashtag Daisy in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich den vielleicht mal in Poppy Playtime spiele. Wo ist das Viech? Das kam halt von oben gerade, okay. So, geh mal da rein. Da ist ja jetzt Poppy, ne? Ah ja. Okay. Poppy ist da im Hintergrund. Die Blume verfolgt ihn irgendwie. Habt ihr das gerade gesehen? Poppy wurde einfach runtergezogen. Und Daisy verfolgt den Typen so einfach nebenbei. Ey, wie lustig war das denn gerade? Okay, also könnte nochmal interessant werden. Vielleicht, wenn man noch so ein paar Elemente mit der Klaue und so verbindet, wäre das vielleicht wirklich sehr, sehr nice. Okay, Leute, das war bis jetzt ja ganz interessant. Aber es gibt noch etwas Heftiges von Huggy Wuggy. Und da schauen wir jetzt mal rein. Das hier ist richtig krass. Aus den X-Akten von Poppy Playtime. Man sieht hier irgendwie einen Typen, seht ihr das? Das ist Huggy Wuggy dahinter. Und irgendein Mann guckt ihn gerade an. Man sieht halt, wie er... Wow! Digga, als ob! Wer hat das gemacht? Das ist das gruseligste Huggy Wuggy-Wesen, was ich je gesehen habe. Alter! Damit kriegt das ja mal ganz anders rein. Boogiebot ist wach. Huggy Wuggy hat irgendwas bekommen. Boah, Leute. Wo kommen diese Aufnahmen her? Wow.
Nein. Ey, was? Wie krass. Guckt, was der mit Bonzo macht. Da, er reißt Bonzo in Stücke. Und isst ihn auf. Also, dieser Huggy Wuggy ist definitiv nicht mehr süß, Freunde. Ich sag es euch, wie es ist. Der ist definitiv nicht mehr niedlich. Und da ist der Predator, der Terminator. Leute, zu krass. Ey, stell dir mal vor, die ganze Bande ist nachher so richtig aggressiv böse. Das wird zu wild. Das hier ist von Cave Game, Leute. Da haben wir lange nicht mehr reingeschaut. Und auch hier sehr interessant. Wir sind gerade am Bahnhof. Und man sieht halt den Zug da drüben. Er sieht ein bisschen anders aus. Warte mal. Ist das Boogieboard mit Huggy Wuggy hier vorne? Das kann tatsächlich sein. Wir kennen diesen Untergrund tatsächlich nicht. Ich habe ihn noch nicht so gesehen mit dem Zug. Was passiert da jetzt? Boogieboard lebt. Der guckt auch. Okay, verrückt. Die steigen aufs Gleis. Und wollen diesen langen Tunnel da lang gehen? Boah, das sieht schon gefährlich aus, Leute. Zug im Hintergrund. Der fährt doch locker gleich los. Ach du Heiliger. Ja. Stell dir mal vor, der Zug lebt auch und ist böse. Das wäre wohl richtig krass, oder? Der fährt jetzt hier einfach los. Und Huggy hört es halt nicht, ne? Geht hier mit Boogieboard diesen Tunnel entlang und man sieht den Zug da hinten schon. Und er macht sie auf den Weg. Dieser einzelne Zug. Boogieboard so, oh oh, Huggy Wuggy fängt an zu lachen. Bro, lauf! Oh Gott, er muss richtig durchziehen. Der Zug ist im Hintergrund. Yo, das ist ja nochmal diese ganz andere Szene. Da vorne ist ein Schalter. Huggy Wuggy, geh zurück, drück den Schalter, Mann, du hast einen langen Arm. Einfach den Arm durchstrecken. Ich sag so, Leute, ich glaube, er wird's schaffen. Er wird seinen Arm da so durchschlängeln und den Schalter runter machen, damit das Gate hochkommt und er da reinspringen kann. Wer von euch glaubt ihr das auch? Ich denke viele. Wir gucken einfach. Der Zug will ihn auf jeden Fall überfahren. Huggy. Er nimmt Boogieboard, schmeißt ihn da rauf. Boogieboard muss das Ding jetzt runterziehen. Mach doch! Das Ding geht auf. Huggy, weniger gucken. Einfach da rein. Boah, das war richtig knapp, ne? Und die haben das geschafft. Und er macht das Ding zu. Und sie sind safe. Okay, also hier, Leute, sieht man, dass Huggy Wuggy und Boogieboard zusammenarbeiten. Das finde ich irgendwie schon cool. Als würden die beiden so ein Abenteuer machen. Und da ist Huggy Wuggy wieder der Nette. Eben in dem Video, Mann, da sah der ja ganz anders aus. Krass. Und wo geht's jetzt hin? Ach, da war noch ein Weg. Das habe ich nicht gesehen. Aber sehr interessant. Sieht so aus, als wäre das der Way, wo Kissimissi hinkommt. Da ist die Klaue! Die Klaue hat irgendwas mit dem Zug zu tun. Leute, das war's mit einem Poppy Playtime Video wieder mit ganz vielen Videos. Und ich sag euch, die werden immer besser. Props gehen raus an die Creator. Mega, mega nice. Und falls es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Dickes Küsschen geht raus. Denno, out!